Der Erbauer segne euch. Ich dachte, ich würde hier unten sterben. Hier in dieser Gruft. Gehört ihr zu den Templern? Bitte, ich muss zurück zum Zirkel. Ich wollte mit dieser Sache nie etwas zu tun haben. Nicht, als er damit begann, diese Dinger zu erschaffen. Wer ist er? Decimus. Es war seine Entscheidung. Er sagte, die Templer würden uns als Blutmagier titulieren, wenn wir flüchten. Dann könnten wir unsere beste Waffe doch auch einsetzen. Immer wieder dieselben Ausreden. Er schnitt sich das Handgelenk auf und die Magie. Sie erhob sich aus dem Blut und erweckte die Skelette in der Höhle. Ich lief weg. Decimus hat Unrecht. Blutmagie ist böse, keine Macht, die uns die Templer mutwillig verweigern. Decimus ist der Anführer dieser Magier? Er ist verrückt. Er sagte, ohne unsere Phylakterien würde uns niemand finden. Wir wären frei. Vielleicht hat er sogar das Feuer gelegt. Es muss ein Dämon sein, der durch ihn wirkt. Kein normaler Mensch würde die Toten so verhöhnen. Draußen wartet der Templer Thresk. Ergebt euch ihm, dann wird euch nichts geschehen. Ich ergebe mich. Bringt mich zu den Templern. Ich will nichts zu tun haben mit dieser Blutmagie. Der Rest von ihnen folgt immer noch Decimus. Er ist wahnsinnig geworden. Er würde uns alle töten, nur um die Templer loszuwerden. Sie sind hier! Die Templer sind gekommen, um uns zum Zirkel zurückzubringen! Decimus nicht! Halte ein! Das sind keine Templer! Was kümmert es mich, welches Schild sie tragen? Wenn sie uns angreifen, werden die Toten sich ihnen entgegenstellen! Ihr habt ihn getötet. O Decimus, du hättest auf mich hören sollen, Liebster. Ich weiß, was ihr seid. Wie könnt ihr einen der euren töten, nur weil er sich den Templern widersetzt hat? Glaubt ihr, er hat die Skelette zum Leben erweckt, um ihr Tee zu servieren? Ich habe ihn gewarnt. Ich sagte ihm, sobald er zum Blutmagier werde, würde er nie mehr anders wahrgenommen. Sollen wir glauben, dass ihr an seinen Taten keinen Anteil hattet? Ich schwöre euch, ich hatte nichts mit Dämonen zu tun. Bitte, wir wollen nur unsere Freiheit. Ohne eure Hilfe werden die Templer uns alle wegen Decimus Verbrechen hinrichten. Wenn nicht im Zirkel, wie wollt ihr dann leben? Ich habe von Orten außerhalb der freien Marschen gehört, wo die Templer nicht so streng sind. Ich würde niemals einen anderen Magier den Templern überstellen. Dann müssen wir zunächst unsere Verfolger abschütteln. Ein Templer ist uns gefolgt. Ihr müsst ihm beim Eintreten begegnet sein. Tötet ihn. Dann können wir Kirkwall hinter uns lassen, bevor die Templer mehr Männer schicken. Lieber den Tod eines Templers als so vieler Unschuldiger. Ja, bringen wir einen Templer an. Das hilft sicher. Verschafft ihr uns Zeit, um aus Kirkwall zu flüchten? Ich tue mein Möglichstes, um zu helfen, aber nicht um den Preis von Thresks Leben. Wenn ihr ihn nicht tötet, müsst ihr ihn überzeugen, dass ihr uns getötet habt. Das ist unsere einzige Hoffnung. Aber ich bin 2 Wochen mit diesen Templern gereist.
Sie schlagen erst zu und denken dann nach. Sie sind leichter zu töten, als hinters Licht zu führen. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Daraus wird nichts. Ich wünschte, das wäre möglich. Wollt ihr mir erzählen, dass von den Abtrünnigen nur noch dieser Junge übrig ist? Ich bin weggelaufen, als sie Blutmagie eingesetzt haben, Sir. Sie sind nicht in den Höhlen, Sir Karras. Ich habe sie gründlich durchsucht. Wer ist das? Ich habe Sir Thras geholfen. Die Abtrünnigen sind alle tot. Tot? Aber ich sagte doch... Ihr wart schon immer zu weich zu den Roben, Thrask. Man fragt sich glatt, ob diese Dämonenanbeter nicht auch schon in eurem Verstand die Finger haben. Männer, die Höhlen durchsuchen. Und bis wir wissen, was da drin ist, werden diese Eindringlinge bewacht. Ihr vergeudet Zeit, die ihr besser zur Verfolgung der entkommenen Abtrünnige nutzen solltet. Ihr habt anscheinend etwas zu verbergen. Zeigt diesen Narren, was geschieht, wenn man die Ermittlungen eines Templers stört. Thank you.
Der Erbauer sei mir gnädig, sie sind tot. Ich wollte ein friedliches Ende, nicht... Es kann keinen Frieden zwischen den Magiern und den Templern von Kirkwall geben, Sir. Das war zu viel. Ich hatte auf ein friedliches Ende gehofft. Warum seid ihr noch hier, Sir? Weshalb habt ihr nicht an der Seite eurer Kameraden gekämpft? Ich will nichts mit Leuten wie Karas zu tun haben. Aber Blutmagie kann ich ebenso wenig unterstützen. Meine Seite ist bereits festgelegt. Ich werde den Templern sagen, dass ihr Karas getötet habt und ich nur noch die Leichen fand. Ich werde eine falsche Spur legen, der sie folgen sollen. Danke, und euch auch. Bitte nehmt das als einzige Belohnung, die ich euch anbieten kann. Ich wage nicht mehr, einen Stab mit dem Zeichen von Starkhaven bei mir zu tragen. Das war mehr, als ich erwartet hatte. Wir müssen gehen. Und wir auch. Kommt, Ellen. Es tut mir leid, dass ihr der Einzige wart, den ich retten konnte.